Das sieht nach Arbeit aus. Sommer. Aber trübes Wetter. Lange Hose. Das bedeutet Hecke schneiden. Moin Leute, wenn ich eins hasse, dann ist das Hecke schneiden. Warum? Ich mache das nicht so oft im Jahr. Einmal und dann richtig und dann bin ich auch richtig lange dabei. Die Heckenscheren habe ich ja schon vorgestellt von Eagle Power. Gibt es separate Videos drüber. Diese hier finde ich wunderbar. Der Griff ist schwenkbar, damit man die Seitenwangen schneiden kann. Ich will aber heute mit dem Multitool hauptsächlich an der Hecke arbeiten, um einfach mal zu gucken, ist das wirklich kraftsparender. Ich habe mich da mit einem Garten- und Landschaftsbauer unterhalten und er meint, ich bin doch viel dichter an der Hecke dran und ich habe da über den Schnitt die deutlich bessere Kontrolle. Nun, ich stehe nicht für die perfekt gerade geschnittene Hecke. Kann auch ein bisschen, so ein bisschen wellig sein, das ist Natur und ich finde, also ich kann damit leben. Aber er sagt, er ist besser an der Hecke mit so einer, die er dichter am Körper hat, weil er damit dann eben halt sauberer arbeiten kann. Ich werde sie brauchen, weil hinter der Hecke habe ich wiederum zu wenig Platz für die lange. Wenn ich Hecke schneide, das macht man ja immer nach Johanni, nach der Sonnenwende ist das, und ich habe dann da 2-3 Stunden gearbeitet bei den gesamten Hecken, die ich hier habe, dann merke ich das in den Armen. Wenn ich dann was trinken will, dann bekomme ich den Tatter. Die Muskeln sind es nicht gewöhnt und das ist einfach ja, eine ungewohnte Arbeit und am nächsten Tag spüre ich das deutlich. Deswegen kommt heute hier die super lange zum Einsatz. Ich werde die Hecke versuchen, so am Gang gerade abzuschneiden. Das heißt, da werde ich damit lang gehen. Und bei den Seitenwangen, deswegen der Gurt, da werde ich versuchen, sie so schön und easy möglichst gerade zu schneiden. Das Schöne hier an diesem Tool ist, ich kann den Neigungswinkel ganz einfach verstellen, falls ich vielleicht mal eine hohe Hecke habe, aber meine Hecke, die ist so geschätzt, ich sag mal, geht es mir bis zur oberen Brust, vielleicht 1,60 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei der, die ich heute mache, brauche. Ich werde aber noch eine andere bei meinem Nachbar demnächst schneiden und da werde ich sie eben halt auch für die höhere Geschichten brauchen, dass ich sie so ansetze und ab nach oben halte. Heute, und ihr seht schon, wie ich stöhne, kommt aber meine Hecke dran. Lust habe ich nie da drauf. Was soll's? Fangen wir mal an mit dem Arbeiten. Beim Heckeschneiden selber werde ich nicht viel reden, sondern ich werde einfach die Arbeit machen und ich lasse das dann im Zeitraffer ablaufen. Und ich werde euch nicht bei der gesamten Fläche dabei sein lassen. Das würde das Video völlig zu lang machen. Aber so markante Stellen, wo es dann wirklich auch relativ dicht gewachsen ist, die werde ich machen. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis so wird. Neugierig bin ich ja auch, wie ich mich dann hinterher fühle. Genug geredet. Fangen wir an. Eins war mir noch wichtig. Kauft euch mal für nach dem Heckenschneiden ein solches Entharzerspray, weil damit pflegt ihr das Messer, die Klingen von der Heckenschere wirklich wunderbar. Und ich will noch erwähnen, dass ich mit dem 5-AH-Akku arbeite. Ich habe auch einen 2,5-Akku, nur ich habe keinen Bock bei der Hecke jetzt erstmal mit den kleinen Leichten anzufangen. Und hinterher, wenn ich dann so ein bisschen ausgepowert bin und der Akku vielleicht nicht reicht, der kleine, dann umzuschwenken auf den großen. Also ich habe nur einmal den kleinen, hätte ich zwei, würde ich die im Wechsel benutzen. Deshalb gehe ich heute bei mit dem 5-AH-Akku, der euer geschätzt auch so seine 2 Kilo Eigengewicht hat. So komme ich auf ein Gewicht von beiden Geräten. Bei der normalen Heckenschere bei 5 und bei dem Multitool werde ich wohl so bei ca. 6 Kilo Eigengewicht landen. Da sind die kleinen 18 Volt Heckenscheren
natürlich ein Genuss. Die haben einen Mini-Akku, halten nicht so lange, kriegen nicht so dicke Äste geschnitten, aber die wiegen dann mit Akku zusammen 3, 3,5 Kilo. Eine vollgetankte Benzingetriebene, die wiegt dann auch schon wieder 6 Kilo. Also so ein Gewichtsvorteil von der Akkubetriebenen zu einer Benziner habe ich nicht. Aber die Ego Power hat mit den 56 Volt doch schon ordentlich Dampf, dass ich die Benzingetriebene gar nicht vermisse. Und was ich bei den Benzinern immer sowas von gehasst habe, ist, du stehst immer direkt in diesen Auspuffgasen drin. Das habe ich hier nicht. Akkupower. Den hinteren Bereich habe ich jetzt einmal gemacht mit der Lang, einmal probiert, damit ich nicht ganz so blöd aussehe. Aber ich habe eins festgestellt, ich schneide auch immer hier am Heckenrand und ich glaube, das kriege ich mit der Lang nicht so gut hin. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ich mit der Lang hier oben drauf schneide. Bevor ich die Multitool jetzt umbaue, einmal ein paar Eindrücke, wie es geworden ist. Im hinteren Bereich, da bin ich nicht so ganz sorgfältig gewesen, da lässt er ein paar Zippel stehen, aber ich muss ja auch hinten noch die Seitenbank schneiden. Jetzt kommt auch noch die Sonne durch, aber egal, ich ziehe die Geschichte heute durch. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so aussehe, es war eine sehr angenehme Arbeit, mit dem Multitool die lange Hecke zu bearbeiten. Es geht wunderbar aus den Armen heraus, es wird der Bizeps beansprucht, der Rücken, der bleibt geschont, weil du bist wirklich gerade. Ich werde jetzt aber erstmal auf die Kleine wieder umgreifen, also auf die Handheckenschere nenne ich sie jetzt mal, weil ich auch noch so kleineren Geschichten eine Form geben möchte. Meine Frau hat gesagt, Donauwellen an der Elbe. Aber wenn ich die jetzt komplett gerade schneiden würde, dann würde ich gerade obendrauf das viel zu holzig machen. Und ich habe immer keinen Bock auf so einen brutalen Rückschnitt. Aber kommen wir doch nochmal zu den Ego Power Tool, zu dem Multitool Heckenschneider. Die Seitenwanken gehen wirklich wunderbar. Ich hatte sonst immer mit einer kleinen 18 Volt Heckenschere gearbeitet und die hat ein sehr kurzes Schwert, ein 51er. Hier bin ich deutlich länger, hier bin ich beim 65er Schwert und das erleichtert die Arbeit auch. Was ich besonders schön fand, ist bei mir nicht besonders gründlich geworden, aber schön fand ich es, die Seitenwangen zu schneiden, weil du hebst es wirklich sehr, sehr angenehm aus dem Bizeps heraus. Dein Rücken bleibt gerade. Und so macht das Arbeiten zwar keinen Spaß, aber es ist wirklich deutlich leichter. Nach der Arbeit kommt das Aufräumen. Ein bisschen gewackelt. Alles ist voll. Und logischerweise die Wartung der Maschinen. Die Messer werden jetzt eingesprüht und dann mit einem Tuch einmal abgerieben. Das löst den Harz. Und so verbackt nichts und sie sind fürs nächste Mal gleich wieder fit für den Einsatz. Der Multitool bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung, weil es ist das, was mein Kumpel gesagt hat. Glaub mir, mein Junge, du wirst den Kauf von diesem Ding nicht bereuen. Das macht Spaß. Okay, bereuen tue ich den Kauf nicht. Spaß macht's nicht. Aber es ist leichter, als wenn du diese 5, 6 Kilo komprimiert dicht am Körper hast. Der Garten- und Landschaftsbauer, der hat da auch recht. Wenn du dichter an der Hecke dran bist, dann hast du sie viel besser im Griff. Und ich sag mal, er ist Profi, er muss das gerade hinkriegen, vor allen Dingen, wenn sein Kunde das gerade haben will.
ich bin kein Profi, ich muss eine Hecke schneiden und ich hab sogar manches Mal Spaß daran, nur nicht, wenn mir die Sonne so auf den Buckel knallt. Ja, also, falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte sie alle. Vom Gang einmal noch ein Blick auf den Rasen. Und auch nochmal die andere Seite. Der wird morgen oder übermorgen gemäht. Und ich bin hier auch endlich Herr der Poa Anua geworden. Allerdings nicht Herr gegen einen Hund, der hier ewig raufpinkelt. Von der Natur für die Natur. Ciao. Euer New Wonder.